Hier möchte ich das Canon EF 135mm 1:2 LUSM mit dem Canon RF 135mm 1:1,8 LIS USM vergleichen. Das EF 135mm genießt unter Hochzeitsfotografen, Porträtfotografen und Reportagefotografen einen hervorragenden Ruf. Nichtsdestotrotz kann man es natürlich alles viel besser machen und deswegen bietet eben das RF 135mm auch entscheidende Vorteile. Zum einen haben wir hier etwa ein Drittel Blende bessere Lichtstärke mit 1:1,8, wobei die Abbildungsleistung hier herausragend gut ist. Das RF 135mm ist schon bei offener Blende so scharf, wie es das EF 135mm 1:2 nur abgeblendet gerade mal so ist. Dadurch erschließt sich im kreativen Arbeiten natürlich eine ganz andere Flexibilität. Ich brauche überhaupt keine Rücksicht mehr darauf zu nehmen, mit welcher Blende ich letztendlich fotografiere, es sei denn aus gestalterischen Gesichtspunkten. Das RF 135mm bietet auch einen optischen Bildstabilisator mit 5,5 Stufen Kompensation in Kombination mit dem IBIS, dann 8 Stufen. Die EF-Variante hat keinen Bildstabilisator. Die Naheinstellgrenze ist mit 70 cm auch gegenüber 90 cm nochmal verbessert worden, sodass auch hier die Einsatzmöglichkeiten im Bereich Porträt oder Foodfotografie deutlich gestiegen sind. Wichtig zu wissen, die EF-Variante ist nicht abgedichtet. Die aktuelle RF 135mm Variante ist natürlich wie alle L-Objektive der aktuellen Serie gegen Staub und Spritzwasser und auch Dreck geschützt.